Ja, hallo und recht herzlich willkommen zum Spontan-Video. Ist jetzt gerade 3 Stunden her, da wurde die neue GS 1300 Adventure vorgestellt. Und ich glaube, da müssen wir drüber reden. Jeder war drauf gespannt, wie das Ding nachher aussieht. Kurz vor der Veröffentlichung sind dann noch Bilder aufgetaucht, wo das Erschrecken groß war. Also gerade bei Facebook alle zum Kotzen das Design und überhaupt. Aber naja, wir gucken es uns einfach mal an auf der Seite von 1000 PS TV oder 1000PS.de. Da sind dann mal ein paar Bilder drin und ja, wir müssen das einfach mal auf uns wirken lassen. Okay. Das Design ganz anders wie die normale 1300er. Ziemlich eckig, gerade im Tank. Gewöhnungsbedürftig, aber ich für meinen Geschmack sage, so schlecht sieht die gar nicht aus. Klar, ist gewöhnungsbedürftig wie alles. Damals, wo der 190er rauskommt, ist Mercedes, hat jeder gesagt, geht gar nicht. Dann irgendwann hat man sich dran gewöhnt und heute ist ein Klassiker. Also, naja, von dem her kann man sich vielleicht auch schön reden. Ich werde einfach die Bilder mal, das sind über 90 Bilder. Ich würde sagen, wir gehen es einfach mal durch. Ja, also so schlecht sieht es jetzt nicht aus. Ich finde es okay mit den Koffer. Ja, schaut ein Reisemotorrad. 30 Liter Tank. Ja, das ist was zu uns Nordkap hochfahren. Schwierig. Ja, soll auch rauskommen mit dem Automatikgetriebe. Also sprich überhaupt keinen Kupplungshebel mehr. Ja, aber wenn wir uns das jetzt mal angucken, so schlecht sieht es nicht aus. Klar, vorne die Front, da muss man sich dran gewöhnen an das Eckige hier. Aber mit den Koffer. So schlecht finde ich das nicht. Na, hier mit der Automatikanzeige. Ja, okay, gut, da von der Seite. Der Klotz da vorne ist schon gewöhnungsbedürftig. Aber wie gesagt, naja, das ist schon brachial, das Ganze. Ja, die macht schon was her. Das finde ich halt echt gut mit den integrierten Scheinwerfer hier. Ah, doch. Ja, der Kasten hier, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber hier die Löcher hier, da kann man dann Taschen hinmachen. Also auch vom Gepäcksystem ist es echt wirklich durchdacht. Und echt gut, was ich bisher gesehen habe. Klar, von hinten, die alte war jetzt auch keine grazile Gazelle. hier, ja. Naja, das ist schon eine Erscheinung, klar. Aber hier in den Bügel kann man schön Füße drauflegen. Die integrierten Scheinwerfer, das finde ich ganz gut. Windschutz bestimmt top. Okay, ja. Es erinnert mich an irgendwas, ich kann nur nicht sagen an was. Ja, ich finde, es hat was.
Und die Teile kann man sicher schwarz machen. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie eine Harde, so. Ist auch so eckig vorne. Mit Radarsystem. Auch Kollisionswarner von hinten. Also sprich, wenn einer sich zu stark nähert, fangen die Blinker an zu blinken. Sturzbügel. Das finde ich gut, da kann ich mir echt mal die Füße hochlegen. Okay. Sportbremsanlage, Auspuff, ja. Ich bin jetzt im Sicherheitstraining. Vor ein paar Tagen bin ich die 1300 gefahren. Da wird es auf jeden Fall auch noch ein Video dazu geben. Ich war echt enttäuscht, weil du hörst von dem Auspuff nichts mehr. Das war echt Katastrophe. Also von dem her würde ich da, und die hatte schon den Akrapovic drauf, also ich würde da auch kein Akrapovic dazu bestellen. Das, die 1000 Euro Aufpreis oder 1200 sind es ja fast. Also das lohnt sich überhaupt nicht. Das ist, du hörst die einfach nicht mehr. Ja, das ist schon cool irgendwie. Macht schon was her. Ja, der Tank ist schon gewaltig. 30 Liter Tank. Das ist schon gewaltig, ja. Reichweite anscheinend 600 Kilometer. Naja. Gut, selbst wenn es 500 sind. Sag mal, da kann ich was machen. Da kann ich echt mal eine Reise machen. Ob man es braucht. Aber besser haben wir brauchen. Naja, also hier sieht man es nochmal. Die schaut schon gewaltig, gell? Der Tank macht schon was her. Wahnsinn. Das ist schon eine Erscheinung. Na, hier den Nebelscheinwerfer. Das finde ich halt auch spannend. Das sieht man gleich nachher noch auf dem Bild. Da gibt es einen Tankrucksack dazu. Eine richtig coole Innovation. Ah, hier oben die Platte, da kann man einen Kaffee draufstellen oder noch irgendwelche Halter hinbauen, wo man irgendwas durchschlaufen kann. Hier noch ein Gitter vor den Nebler. Optionale Gussräder. Ja, Options 719, dann gleich mal 2500 Euro Aufpreis. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ja, hier Koffersystem. Ich guck mal, kann man das erkennen jetzt hier? Nicht davor, ich schieb mich mal da hoch ein bisschen. Ja, das ist fast ein bisschen wie SW Motec. Das finde ich halt klasse, ja. Das finde ich echt klasse. Moment, ich schiebe mich mal darüber. Das finde ich echt klasse. Ein 12 Liter Tankrucksack, der unten eingeklipst wird und da oben auch. Und dann, wenn man tankt, brauchen wir hier nur rechts und links
die zwei Taschen drücken und kann das Ganze dann hochklappen. Also das ist echt eine coole Idee, muss ich sagen. Das hat was. Ja, ich sag mal, das wäre jetzt so meine Variante. In Schwarz. Kostet eigentlich auch wieder Aufpreis. Grün. Ich weiß nicht. Rot. Das wäre die einzigste Farbe ohne Aufpreis. Und dann hat er die Trophäe. Naja, das ist hier für jemand, wohl wirklich im Gelände rumhüpft. Weiß nicht. Ja, ich sag mal die hier, das wäre so meine Ausstattungsvariante. Von der anderen Seite. Okay. Das finde ich halt auch cool hier, solche Lösungen hier, dass da irgendwas durchschlaufen kannst. Und so was Gepäck angeht. Ja, ich meine, das ist eigentlich schon, gell. Das ist eigentlich schon ein Schiff. Das ist gewaltig. Aber klar, irgendwo müssen die 30 Liter auch hin. Ja, so schlecht finde ich es nicht. Das finde ich halt echt gut gemacht hier mit den Enabler direkt integriert. Ja, das sind alle noch mal drauf. Ja, hier das Gepäcksystem. Das ist halt schon irgendwie cool. Der Tankrucksack zum Hochklappen. Hier Taschen. Da Taschen. Die habe ich ja jetzt auch gerade dran. Von SW Motec. Zwei Koffer. Da gibt es auch noch Erweiterungen für jeweils 10 Liter. Das ist nachher irgendwas um die 100, über 100 Liter Stauraum. Also das müsste für eine Weltreise auf jeden Fall reichen. Ja, hier nochmal die Entwicklung. Ja. Ja, in der 1250er, das sieht schon cool aus hier so. Das ist jetzt halt hier ein bisschen eckiger alles. Was nicht schlecht sein muss. Ja, klar. Okay. Ja, das sieht man aus. Also da oben die Ablagen. Dass man wirklich Kaffee abstellen kann. Da noch das alles wegschrauben kann. Da wird sicher das Zubehör wunderlich oder so. Oder schöne Startlöcher sitzen. Und da oben was drauf zu bauen. Ja, hier sieht man es auch nochmal, der Rucksack zum Hochklappen. Okay, hinten der Halter für die Koffer.
mit Stromanschluss. Gefällt mir auch tausendmal besser wie der große Bügel von der aktuellen. Ja, das sieht man schon, das ist schon ein Riesenschiff, gell? Okay. Ja, Wahnsinn. Wie gesagt, das muss man alles mal im Original angucken, ob das was ist, ob das funktioniert. Und also ich muss sagen, ja, so schlecht finde ich es nicht. Das ist eigentlich ganz gut für mich. Und ich werde sie auf jeden Fall mal Probe fahren. Die werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal richtig im Detail angucken. Und dann schauen wir mal, ob das Weltreisemotorrad wird. Okay, also danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.